die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich aus meinem Badezimmer, wie ihr sehen könnt. Ich bin nämlich gerade hier am Putzen und habe mir gedacht, ich nehme euch mit. War heute Sonntag und ich habe die ganze Woche nicht gevloggt. Wir waren ja ziemlich beschäftigt, habt ihr vielleicht mitbekommen auf Instagram. Wir haben ja unser Halloween-Snack-Video gedreht, geschnitten, gebacken, gekocht und so weiter. Das war halt sehr, sehr, sehr aufwendig und hat sehr viele Arbeitsstunden gefressen. Und ja, das bin ich halt die ganze Woche zu gar nichts gekommen, abgesehen davon. Mein Haushalt ist auch ein bisschen liegen geblieben und da habe ich mir gedacht, komm, machst du heute zwei Fliegen mit einer Klatsche, bisschen putzen, bisschen mit euch labern. Ich weiß, ihr mögt es gerne, wenn ich euch beim Putzen mitnehme, deswegen hier sind wir. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Vormittag ein bisschen putzen und dann werde ich mit Papa tauschen, weil ich muss mein Video auch noch ein bisschen bearbeiten für heute. Also mein Halloween-Video, bin ja noch nicht ganz fertig, aber wir wechseln uns jetzt ab. Ja, auf jeden Fall, der Papa sitzt jetzt noch im Büro, der macht jetzt sein Video fertig und jetzt werde ich hier im Badezimmer weiter putzen. Ich habe nämlich schon angefangen, ich habe nämlich hier mein Waschtisch schon gewaschen und ich sag's euch, ich bin einfach super geflasht. Ich habe nämlich seit einigen Tagen ein neues Putzmittel und ich muss euch das zeigen. Es ist einfach wirklich super spitze. Es ist, Moment, ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Und das ist mein neues Putzmittel, das ich jetzt seit einigen Tagen schon ausprobiert habe und die ganze Zeit am Testen bin. Und ich sag's euch, ich bin mega davon beeindruckt. Die Marke heißt Kin Living. Vielleicht kennt ihr sie ja schon, vielleicht aber auch nicht. Das sind ökologisch, biologisch abbaubare Putzmittel, die aber wirklich super, super reinigen. Also ich bin wirklich beeindruckt, ja, weil ich war immer eigentlich der Meinung, nein, wenn etwas so auf Biobasis ist, dass es dann halt nicht so, ja, gut reinigt. Aber da wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Ich habe nämlich hier diesen Badreiniger, den ich super bei Kalk finde. Also ich habe nämlich hier schon meinen Waschtisch gemacht und normalerweise habe ich bei dem Armaturdings da immer extrem viel Kalk und diesmal ging das wirklich super schnell weg. Also ich bin einfach sehr beeindruckt und hier steht 90% Natural Ingredients, also 90% natürliche Inhalte und ja, einfach super. Gerade in einem Haushalt, wo viele Kinder leben und auch Haustiere, ideal. Dann habe ich auch noch hier meinen Küchenreiniger, der ist sogar 99% Natural Ingredients, also 99% natürliche Inhaltsstoffe und ich bin der ist wirklich super. Also die Arbeitsplatte kriege ich damit, also die Kochplatte kriege ich damit auch super rein, aber auch den Tisch, der Holztisch, der, man kann ihn einfach auf alle Oberflächen verwenden, steht auch sogar da und das finde ich richtig cool. Und er riecht auch sehr, sehr lecker nach Lavendel und Rosmarin, weil wir lieben Lavendel. Also wirklich super. Die zwei, die haben mich einfach umgehauen, aber natürlich auch diese zwei, da habe ich einmal diesen zum Boden waschen. Was ich auch bei dem cool finde, dass man den auf alle Oberflächen nutzen kann. Man kann ihn genauso auf einen Holzboden nutzen, wie auf Fliesen oder Laminat. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, wie man den zusammenmischt. Und super, da braucht man immer einen Reiniger für den ganzen Boden im Haus. Und dann habe ich noch diesen Reiniger, der ist auch wirklich super. Der braucht man wirklich nur ein bisschen, ein paar kleine Spritzer in so einen heißen, so einen Kübel mit heißem Wasser und damit kriegt man fettige Sachen einfach richtig gut sauber. Ich nutze ihn zum Beispiel bei unserem Dunstabzug, der ja immer gerne sehr, sehr fettig ist. Und dann habe ich auch noch etwas hier, passend zu dieser schwierigen Zeit, Corona und so weiter, habe ich mir auch gleich so einen Händedesinfektionspumper mitgenommen und einen Nachfüller. Der ist mit 70% Alkohol und was ich super finde, in allen Sachen sind die Duftstoffe mit ätherischen Ölen, genauso wie hier, ist Teebaumöl drinnen und ein Spritzer und dann einreiben und schon hat man desinfizierte Hände. Ich habe sowas gerne immer im Auto oder auch in der Tasche, wenn wir einkaufen gehen und was weiß ich, halt unter viele Leute sind. Und ich habe auch einen 20% Rabattcode, falls ihr Kin Living auch mal ausprobieren möchtet. Ich kann es euch auf jeden Fall vollstens ans Herz legen. Probiert es mal aus. Auf jeden Fall werde ich euch den Link zur Webseite unten in die Infobox reinpacken. Schaut euch mal die ganze Produktpalette an und ja, gebt dem Ganzen eine Chance. Ich fand das richtig beeindruckend und muss ehrlich sagen, ich liebe mein neues Putzmittel. Macht nämlich auch Putzen wieder mehr Spaß. Und das ist wichtig, oder? Ja, und wie gesagt, Jana, 20% und in der Infobox ist der Link. Schaut euch das Ganze an. Und ich werde jetzt weitermachen und werde euch ein bisschen mitnehmen
Und danach musste ich eh wieder ins Büro ein bisschen arbeiten. Aber dann musste Baba putzen, dann nehmt ihr euch weiter mit. So, jetzt zeige ich euch das mal an unseren super verkalkten Armaturen, weil die sind wirklich, ja, also ich putze es einmal die Woche, aber das ist voll wurscht, das ist bei uns in Niederösterreich. Wir haben so kalkhaltiges Wasser und dann werde ich euch zeigen, das geht so ratzfatz, werde ich das schön eindecken, von allen Seiten am besten, natürlich überall. Nehme ich mir jetzt mein Schwämmchen und dann... Das geht super ratzefatz. Also man merkt schon richtig beim, mit dem Schwamm, wenn ich das da so abruble, dass das so glatt schon ist. Ich liebe dieses Putzmittel. So, ich liebe es einfach. Oh Mann, wenn man sich wieder da drin spiegeln kann. Und gleich werde ich es abspülen, dann werde ich euch zeigen. Gibt euch das einfach super sauber. Ich meine, hä? Seht ihr das? Seht ihr das? Krass, oder? Also, wie man sehen kann, also wirklich, ich bin super geflasht. Ich habe keinen einzigen Reiniger jemals gefunden, der das so schnell und perfekt sauber kriegt. Normalerweise musst du immer extrem lang dran herumreiben und rubbeln und einfach, ja, hä? What? Was passiert hier? Voll krass irgendwie. Und auch das, wie weiß war das bitte? Ja, somit seht ihr, ich liebe das einfach. Und jetzt kommt noch mein Glas dran. Die Badewanne musste noch schrubben. Und dann bin ich mit dem Badezimmer halt mit den Utensilien fertig. Wie immer super aus der Puste, ich sag's euch. Meine Kondition ist einfach sowas im Eimer. Der Babybauch wird immer größer und die Kondition wird immer kleiner. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt noch schnell hier mein Glas. So, ich bin fertig mit dem Badezimmer. Badezimmer blitzt. Mama? Ja, Bibi? Soll ich trinken durch? Okay. Ja. Und jetzt geben wir die Kamera dem Papa, weil der will jetzt das Putzen und den Vlog übernehmen weiter, weil ich will jetzt im Büro was arbeiten. Ich mach mich laut. Mach mal alles kaputt hier. Anstatt sauber, lieber kaputt. Ja, aber das ist immer auch Ordnung. Ja. Ja. Ja gut, mein Lieben, ich überreiche das Zepter dem Papa, der muss jetzt noch Hände trocknen und dann putzt du jetzt, oder? Und dann werden wir dann die Küche mal sauber kriegen. Ja. Ich hoffe es. Wir haben ja die Woche heute so viel Backen, Skelette liegen noch rum und wir haben einfach nichts geschafft. Wir haben die ganze Woche hier in der Küche gedreht, wie in einem Studio. Und dementsprechend schaut es so aus. Ich werde jetzt mal die Zeit nutzen, wo die Kinder noch im Wohnzimmer schön miteinander spielen und ich werde jetzt noch den Gang weiter putzen, wo die Mama stehen geblieben ist. Und weil da gehört es auch Bodenwaschen und wenn die Kinder die ganze Zeit hin und her laufen, ist das alles umsonst. Deswegen machen wir gleich den Vorraum.
Ich bin mit Bodenwaschen soweit fertig. Ich mache jetzt eine kurze Pause, weil in der Küche der Boden noch nass ist und ich kann nicht weiterarbeiten. Aber in der Zwischenzeit bin ich jetzt im Wohnzimmer gekommen, um zu schauen, was die Kinder überhaupt machen. Und hey, jetzt ist ein Hühn. Warum? Nie lecker. Das machen Babys immer im Flugzeug lecker. Wer hat hier was gekocht? Ich. Was hast du gekocht, Lara? Eine kleine Suppe. Baby! Ein Babybrei? Ja, für mich. Da du darfst sitzen, Lara, schau. Aber ich muss da bleiben. Michael, oh, Michael, schmeckt dir das Essen nicht? Komm, du musst es essen und sagen, dass es schmeckt. Obwohl es nicht schmeckt. Das mache ich auch oft. Oh, lecker. Ich glaube, Salz fällt, oder? Ja. So sind die Babys, spucken alles aus. Ein Glas. Und? Schmeckt wirklich nicht gut? Darf ich mal ausprobieren? Okay. Warte kurz. Das ist nur Wasser. Lecker. Hier kommt das Flugzeug. Du musst sagen, dass es lecker ist. Es ist aber lecker. Schau. Also mir schmeckt auf alle Fälle. Das schmeckt ungefähr, lass mich kurz nachdenken. Das Apfel. Das ist ein Apfel, Papa. Das erinnert mich an meinen Geschmack. Leitungswasser. Papa. Das schmeckt nach Babybrei. Und nach Babybrei. Arme Babys. Papa. Ja. Schauen wir an, Papa. Ich werde auf alle Fälle nochmal kurz im Wohnzimmer bleiben, Baby, mit den Kindern spielen. Ich habe ein Platz. Ja, die dann zwei Hunde spielen auch hier. Die Mama ist noch nicht mit dem Video fertig, sie ist noch im Büro. Es wird wahrscheinlich noch ein wenig dauern, weil es ist auch viel und Voice-Over dauert meistens ein bisschen länger als normale Videos. Und ja, ich werde jetzt wie gesagt mit den Kindern da im Wohnzimmer bleiben und ein bisschen spielen. Yes. Hallo Luisa! Luisa, Essen ist fertig! Luisa, wo bist du? Hallo Luisa, wo bist du? Essen ist fertig. Wer läutet die ganze Zeit? Wer läutet die ganze Zeit? Muss ich schnell runterschauen. Da ist niemand. Hey, hallo. Komm, schnell ins Haus. Essen ist fertig. Hast du einen Hunger? Ja. Schnell essen. Essen ist fertig. Super, jetzt ist das Baby auch am Tisch. Oder mal Baby, schalalala. Das Baby schläft, Luisa. Ich hab's gehört, dass das Baby weint. Oh, Mausi, warum weinst du denn? Mama, ich hab was Schlechtes geträumt. Keine Sorge, Maus, es war nur ein Traum. Das Baby weint. Das Baby hat geweint. Baby auch. So, das Baby kommt auch am Tisch. Und die Mama bringt das Essen auf den Tisch. Die Mama hat das Brot auf den Tisch hingestellt und Kinder, ihr könnt es essen. Haben wir eine Ziege im Haus? Damit ihr auch mal von mir was wieder seht, habe ich jetzt kurz die Kamera genommen. Ich sitze hier im Büro und mache immer noch mein Voice-Over. Das ist leider sehr aufwendig, weil ich habe mir da echt eine mega Arbeit aufgehalst mit 10 Snacks. Papa sagt die ganze Zeit, ich soll es jetzt runterkürzen auf 5 Snacks, aber irgendwie weiß ich nicht, ich bin so eher, nein, ich will diese 10 alle machen. Da ich sie schon alle gemacht habe, will ich jetzt das Video nicht unnötig spalten. Deswegen gebe ich jetzt weiter Gas. Ich habe jetzt schon von 10 Sachen 3 gesprochen. Das ist okay, das ist ein Drittel, ungefähr ein Drittel. Manche Sachen sind halt auch länger, weil sie aufwendiger sind vom Backen her, das heißt, man muss auch viel länger sprechen. Und ja, manche sind auch kürzer. Jo, meine Lieben, ihr seid mal wieder bei mir. Es ist fast 18 Uhr, die Mama ist noch immer im Büro, sie ist noch nicht fertig mit ihrem Voice-Over. Und ich bin in der Küche, ich werde das Abendessen vorbereiten, und zwar Schnitzel. Das ist unsere Lieblingsspeise, also die Kinder mögen Schnitzel sehr, sehr gerne, und das mache ich jetzt.
Und wie gesagt, die Mama ist noch immer im Büro, weil ein Voice-Over zu machen ist nicht so einfach und das dauert wirklich lang. Aber das Video ist echt sehr, sehr cool geworden. Aber ich will mal sagen, wir gehen kurz zur Mama und wir schauen, was die Mama jetzt macht und wie weit sie gekommen ist. Und beim Voice-Over ist es auch so, dass alles, was im Hintergrund man hört, wird auch im Voice-Over aufgenommen und man und dann hört sie auch im Video. Und vielleicht haben wir Glück und die Mama nimmt keinen Voice-Over auf. Und wir können dann kurz rein. Hallöchen. Ich weiß nicht, ob es schwierig ist oder nicht halten wird, aber das geht wirklich super. Und Mama, wie weit bist du denn? Ich habe von 10 Snacks schon 8 besprochen und bin gerade beim 9. Ja. Okay. Oder? Ja, beim 8. glaube ich. Beim 8. bin ich, ja. Man sieht es eigentlich, wie viel Arbeit in so einem Video steckt. Sehr, sehr einfach. Ja, stundenlang. In die Kuvertüre eingetaucht. Was sagst du denn? Bist du auch dieselbe Meinung? Und, naja, nicht ganz, oder? Und dann gut ausgeschüttelt, das ist mal ganz wichtig. Und aufmachen. Na gut, dann lass mal die Mama weiterarbeiten. Nimm die Sophie mit. Ach, Sophie, dann kommst bitte mit. Komm, meine Schnitzel verbrennen sich in der Pfanne. Hi. Schnell. Hi, komm. Wir lassen die Mama mal weiterarbeiten und ich mache dann weiter meine Schnitzel fertig. So, meine Lieben, wir sind fertig. Also ich bin jetzt auch fertig. Wir haben jetzt das Video fertiggestellt und wir sind happy darüber, dass es endlich fertig ist. Und wir werden uns jetzt auch vom Vlog verabschieden. Der Papa ist jetzt auch noch hier in der Küche. Wir haben alle gegessen. Die Kinder sind jetzt in der Wanne und ja, das war's mit unserem Wochenende. Ich bin mega happy, dass wir das mit dem Video irgendwie hinbekommen haben. Genau, ich bin froh, dass wir auch noch es geschafft haben, ein bisschen zu putzen, weil es hat wirklich schlimm ausgeschaut. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben die ganze Woche lang durchgekocht und durchgebacken. Dementsprechend pickig sah unser Boden schon aus. Ich bin so happy, dass wir so viel geschafft haben. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder, meine Lieben. Küsse an euch und tschüss. Baba.